Ja, ein herzliches Hallo an alle Programmierer da draußen. Ihr habt länger nichts mehr von mir gehört. Das hat mehrere Gründe. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Erstmal möchte ich euch bedanken, dass ihr gewartet habt und dass ihr so geduldig wart, dass neue Teile kommen von dieser Tutorial-Reihe. Der ein oder andere wird es gemerkt haben im Forum, aber auch einige haben mich auch so angeschrieben, denen habe ich so erklärt, aber auch im Forum habe ich geschrieben, dass ein Kapitel oder ein Überkapitel fallen wird oder fällt. Ich habe auch schon die betreffenden Teile gelöscht. Warum? Das hat den Grund, ich bin einfach Nummer eins zu dem Entschluss gekommen, dass es wirklich keinen Sinn macht, WPF ohne Binding. Ich hätte es gern zeigen wollen. Ich hätte gern zeigen wollen, dass es wirklich keinen Spaß macht, dass es keinen Sinn hat, die WPF ohne Binding zu verwenden, also sprich mit Code Behind aller WinForms. Allerdings, wie gerade gesagt, es macht so wenig Spaß, dass es auch mir keinen Spaß gemacht hat, die Tutorials dazu zu machen. Es hat mir echt keinen Spaß gemacht und ich hatte oft die Muße, dass ich weitermache, aber irgendwie, es wollte einfach nicht. Es hat keinen Spaß gemacht und das zeigt mir eben auch, dass es wirklich keinen Sinn macht, das auch so rüberzubringen. Und einige hatten es zwar auch schon angemerkt vorher und ich bin dann letztendlich auch drauf gekommen, es hat keinen Sinn, das in einer Tutorial-Reihe zu zeigen, wenn es denn unter Anführungsstrichen falsch ist. Denn die WPF funktioniert so einfach nicht. Sie ist nicht dafür konzipiert worden, ohne Binding zu arbeiten. Sie ist konzipiert worden, um mit Binding zu arbeiten. Und mit Binding machen wir eben auch weiter. Wir machen nicht MVVM, einstweilen, aber wir machen mit Binding weiter. Es bleibt die Telefonbuch-App. Hier bei Kapitel 4 geht es weiter. Ich habe die betreffenden Videos gelöscht auf YouTube und ich habe die betreffenden Beiträge gelöscht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Schreibt mir vielleicht in den Kommentaren oder im Forum, was ihr davon haltet und wie ihr jetzt die Zukunft der Tutorial-Reihe seht. Ich hoffe, ich kann es trotzdem jetzt weiterhin interessant gestalten. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Kritik, ja, schreibt sie mir einfach. Ich gehe gern drauf ein und ich vertrage auch Kritik, ist überhaupt kein Problem. Egal gegenüber meiner Person, wie ich das mache oder auch das Material, also den Stoff, den ich durchgehe. Wenn da irgendwo ein Fehler ist, wenn ihr sagt, okay, das und das könnte ich besser machen, gerne. Ja, unbedingt bitte. Bevor ich jetzt anfange mit dem nächsten Kapitel, wenn ihr auf YouTube zuseht, hinterlasst mir vielleicht ein Abo und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich einen neuen Teil hochlade. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Als nächstes geht es jetzt eben wieder um diese Telefonbuch-Applikation. Ich halte die so einfach wie möglich fürs Erste, damit wir uns eben auf das Grundlegende konzentrieren können. Wir erstellen, also eigentlich, es ist jetzt einmal der praktische Teil. Wir hatten ja in den vorigen Kapiteln durchgenommen, dass eben das Binding-System wunderbar ist. Wir haben XAML, es gibt Trigger etc. Und das Ganze wird jetzt zusammengefasst. Wir machen Binding, wir erstellen Views, so wie ein Telefonbuch eben dann aussehen könnte. Ja, und es geht jetzt eben um den praktischen Teil. Wie gesagt, kein MVVM, wir nehmen kein Pattern durch. Warum? Einfach, um jetzt fürs erste Mal einfach dort zu bleiben oder uns auf das fokussieren zu können, was wir jetzt lernen wollen, also Binding. Ja? Und zwar so, wie es gemacht werden könnte über die Code Behind. Ja? Und da wäre ein Pattern jetzt einfach Overkill. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir jetzt lernen wollen. Wir werden eben die Telefonbuch-App machen. Ich werde die Beispiele wieder
als Solutions hochladen und ich werde aber auch das Model trennen. Da gibt es Kontroversen. Viele holen das Interface Notify Property Changed in das Model hinein, um die Modelklassen direkt dann auf die Modelklassen direkt binden zu können, um diese dann für die View verwenden zu können. Ich will das nicht machen. Erstens möchte ich eben diese Telefonbuch-App einfach halten, sprich auch die Persistierung der Daten soll einfach sein. Wir werden einfach die Klassen serialisieren, also sprich die Klasse zu einer XML wandeln und dann die XML wieder einlesen zu können und dann eben wieder unsere Klassen, die ViewModel-Klassen befüllen zu können anhand der Daten. Deshalb möchte ich das aber auch trennen, dass wir Model-Klassen haben, die einfach quasi unsere Datenstruktur aufzeigen und ViewModel-Klassen, auf die wir dann binden. Es ist trotzdem kein MVVM, nicht falsch verstehen. Es ist einfach nur eine Zwischenklasse. Wir sind dadurch auch viel flexibler. Das werdet ihr dann im Laufe des Kapitels merken, dass das durchaus Sinn macht, die Model-Klassen und die View-Model-Klassen zu trennen. Es ist ein gewisser Mehraufwand. Ja, ich weiß, don't repeat yourself. Ich finde es, dass dieser Repeat-Teil hier aber nicht gegeben ist. Klar, es gibt Properties, die heißen gleich. Die meisten heißen sogar gleich. Aber trotzdem ist es irgendwie kein repeat yourself, denn wenn wir dann an Flexibilität verlieren, weil wir eben die Modelklassen direkt verwenden, dann finde ich das ja auch unschön. Und dann nur für diesen einen Fall eine ViewModel-Klasse zu bauen, entweder oder. Entweder ich habe mein System oder ich habe es nicht. Okay, genug gequatscht. Ich möchte mit euch das wirklich von vorne bis hinten durchgehen. Sprich, ich habe nichts vorbereitet. Ich habe kein Modelprojekt vorbereitet vorher, dass ich jetzt irgendwie nachmache oder so. Sondern ich mache es wirklich mit euch so durch, dass ihr das genauso mitmachen könntet. Ja. Ich stelle hier ein Projekt und das nenne ich jetzt einfach Phone App Model und sage hier 4.1 ist das Kapitel. Einen Ordner muss ich noch ändern. Das haben wir gleich. Wobei, das werden wir noch ändern. Gut. Hier werde ich runtergehen. 461 wird uns reichen. So, wir haben eine ganz normale WPF-Anwendung erstellt und innerhalb dieser WPF-Anwendung lege ich gern Ordner an. In diesem Fall jetzt Model oder wir können es auch Models nennen, aber Model reicht auch. Und hier lege ich jetzt eine Klasse an, die heißt jetzt Person. Denn ein Telefonbuch enthält Personen oder wir können es auch Contacts nennen, also Contact. Contact ist ein Kontakt innerhalb unseres Telefonbuchs. Gut. Und damit wir hier eben auch alles richtig machen, erstellen wir einen Namespace mit Model. Genau. Und was eben ein Model auszeichnet, ist eben, dass es kurz und knapp ist. Also keine Full Properties, sondern wirklich reine Properties ohne Backing Field, denn das erstellt Visual Studio uns sowieso im Hintergrund beim Kompilieren. Hier ein Model ist so simpel wie möglich, also so wie wir die Daten persistieren wollen. Genau so ist es aufgebaut.
Gut, was hat ein Kontakt? Ein Kontakt hat einen First Name, ja, also Public Property First Name. Ich werde euch das auch ein bisschen zoomen, dann ist es auf kleineren Endgeräten vielleicht einfacher zu sehen. Dann haben wir Last Name, natürlich. Ne? Dann haben wir eventuell ein Bild der Person, das wir speichern können. Das werden wir in Form eines Pfades machen, einfacher zu speichern. Dann haben wir vielleicht einen Geburtstag, ja, aber den muss man nicht unbedingt eingeben, also machen wir in Null-Label den Geburtstag. Dann haben wir noch ein Property, was wollen wir noch speichern? Wir wollen vielleicht Notizen speichern, ja, und wir wollen auf jeden Fall einen Kontakt speichern, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, was auch immer. Das werden wir als Auflistung machen. Das heißt, wir brauchen eine Auflistung von Kontakten, ne? Also von Kontaktdaten. Ne? Das heißt, wir nehmen Contact Data. Ja, schreiben kann ich auch schon nicht mehr. Contact Data, und das ist eine List of Contact Data. Gut, die Contact Data Klasse gibt es nicht. Wir werden uns den Typ generieren lassen, ja, und werden eine neue Datei erstellen. Contact Data, und die ist public hier so. Contact Data, und die geben wir auch in den Namespace Model. So, jetzt müsste, genau, jetzt verschwindet die gewählte Linie. Alles ist in Ordnung. Und jetzt können wir eine Liste von Kontaktdaten hier für den Kontakt speichern. Und so Kontaktdaten, die haben wieder Eigenschaften, wie zum Beispiel eben, ja, die E-Mail-Adresse hat die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer hat eine Nummer. Der große gemeinsame Nenner ist ein String. Wir halten uns jetzt eben einfach dieses Beispiel, wir machen ein String. Ne? Nennen wir einfach Data. Und was wir noch machen können, ist, von was für einem Typ von Kontaktdaten das ist, eben E-Mail-Adresse, Telefonnummer, sonstiges. Dann hier könnten wir uns einen Enumerator erstellen. Wäre vermutlich das Vernünftigste. Enumerator ist immer gut. Ist ideal für solche Dinge. Ne? Das heißt, wir würden sagen, Data Type as Enum. Ja, so kann man nennen. So, Phone Number. Dann haben wir Mail. Dann können wir sagen, okay, vielleicht ein Social Media Link. Was gibt es noch? Fax. Ja. Wird heute nicht mehr so häufig verwendet, aber gut, okay. Gut. Ja, genau, Website können wir auch noch nehmen. Gut. Dann haben wir das. Hier könnten wir eigentlich gleich einen Konstruktor generieren, um die Daten übergeben zu können. Genau. Hier können wir direkt jetzt die Daten übergeben, und das passt. Vielleicht dann jetzt noch einen Konstruktor, ohne den Datentyp angeben zu müssen.
Und dann noch einen Konstruktor ohne einen parameterlosen Konstruktor. So, und in dem Fall ist dann der Datatype automatisch eine Telefonnummer. Ja, gut, haben wir das mal. Ich würde sagen, so könnte ein Telefonbuchmodel aussehen in seiner Grundstruktur. Mehr als das benötigen wir jetzt für ein Telefonbuch nicht. Wenn ihr gern mehr Properties hättet oder ein gewisses Property, wo ihr sagt, okay, da könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie ich das in einem Model definieren soll oder erstellen soll, um es dann später im View so und so anzeigen zu können, dann schreibt mir es in die Kommentare oder schreibt mir es im Forum. Es gibt ja auch den Support-Thread im Forum, der ist jeweils immer in den Beiträgen verlinkt auch, wenn wir schauen. In den meisten Beiträgen, sagen wir so, ist er hinterlegt hier der Support-Thread. Ja. Hier kommt ihr in den Support-Thread, wo ihr alle möglichen Fragen über dieses Tutorial stellen könnt. Und dann gehe ich das gerne beim nächsten Video durch. Aber ansonsten würde ich mal sagen, okay, Kontakte aus einem Telefonbuch, da ist jetzt nichts großartig dabei. Das sind halt diese Standardsachen, die man hat für einen Kontakt. Ansonsten lasst es mich wissen und beim nächsten Mal gehen wir dann schon her und erstellen die erste View für unser Telefonbuch. Und dann werden wir auch schon anfangen zu binden an eine Klasse. Die müssen wir dann noch natürlich noch erstellen, aber dazu komme ich. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigt nochmal, dass es so lange gedauert hat, einen neuen Teil herauszubringen. Wenn ihr irgendetwas fragen wollt oder wenn ihr Anregungen habt, schreibt es mir einfach. Ansonsten hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.